Dann stapfen wir weiter durch. Oh. Dann stapfen wir mal nicht sehr weit weiter und werden sofort von Sumpfratz angegriffen. Du läufst mal bitte dahinter. Also ich weiß, wir können den Kampf schaffen. Ich weiß auch, wir können der Computerberechnung nicht trauen. Primär wegen Mürrum schlechter Rüstungsklasse. Aber was mit dem anderen Computerkampf? Das wurde schon mal vorgeschlagen. Ich probiere mal die ganze Gruppe berechnen zu lassen, aber keine Magie. Und guck einfach mal, was Talana so anstellt. Außerdem versuche ich auch einigermaßen Blick drauf zu behalten, wie die Lebenspunkte aussehen. Und sobald irgendjemand zu doll angeschlagen ist, wie Tirik zum Beispiel gerade, mache ich eine Pause. Warum bist du in Nahkampf gegangen? Komische Elfe. So. Waffe wechseln. Wechsel bitte auf deinen Langbogen. Und schieß auf die Sumpfratze. Und schieß auf die Sumpfratze noch mal. Achso, auf den vorderen Teil. Und die Dinger heißen doch echt Sumpfranze. Na ja, komisch. Aber na gut. Ich hatte eigentlich angehalten wegen Tirik. Tirik sah nicht sehr gut aus. Deswegen laufen wir doch mal zu ihm hin. Zaubern, Heilung, Balsam auf Tirik. Für Tirik hat knapp 50 Lebenspunkte. Da unter der Hälfte ist, schätze ich mal, mit 30 müsste er wieder voll sein. Nehmen wir mal 20 und danach kriegt der nächste Runde einen Acceleratus. Balsam. Das hätte ich vielleicht auch vorher schon machen sollen. Also den Acceleratus sprechen. Aber na gut, so passt das auch schon irgendwie. So, du haust auf welchen auch immer schon angeschlagen ist. Das war wohl der richtige. Bewegung, Acceleratus minus 5. Stimmt, da war was. Und im Kampf müsste sie nochmal Abzüge bekommen. Nö, geh mal einfach da hinten hin. Wo du eigentlich vorhin schon standest, bevor der Computer übernommen hat. Und lenk mal die da vielleicht ab, damit Mürrum wieder schießen kann. So, du hau rauf da. Du geh mal dahin und schieß auf die da. Und Tirik ist schon wieder runtergeschlagen. Aber okay, er wird auch umzingelt. Das macht das Parieren ein wenig schwer. Du wieder auf die. Ja, genau, muss ich immer umdrehen. Und du versuchst mal weiter den einen hier hinzuhalten. Angriff auf den da. Sehr schön. Schon ist nur noch einer da. Der andere da. Oh. Du, geh mal dahin. Die Sumpfwanze da hinten greift irgendwie gar nicht an. Das ist auch komisch. So. Oh, 12 Trefferpunkte. Ich glaube, da muss ich nochmal heilen gehen. Zaubern, Heilung, Balsam. Oh, ja, definitiv. Ruhig 30. Sehr schön. Wir sollten gleich nach dem Kampf mal gucken, ob Tiriks Rüstung vielleicht angeschlagen ist. Das könnte erklären, warum er jetzt so häufig getroffen wird. Also verglichen zu Gerugon. Abgesehen davon, dass Gerugon nur eine Ranze vor sich hat und nicht umzingelt war von Vieren. Ja, der ist auch tot. Du prügelst weiter darauf ein. Du schießt auf die. Ja. Aber damit sind jetzt die Astralvorräte von Talana auch schon ziemlich aufgebraucht. Müssen wir jetzt vorsichtig werden. Sehr schön, doppelter Treffer. Du, Randa. Komischerweise greift das Vieh oben bei Talana auch nicht an. Da ist irgendwas komisch. Du, da drauf schießen. Du, dahin. Angriff. So. Doch zäher als gedacht. Also Computerkampf berechnen wäre der Tod gewesen für die Gruppe, denke ich mal. Und wir wollten jetzt gucken, ob Tiriks Rüstung kaputt ist. Also, dies ist ein Lederharnisch. Nein.
Alles soweit in Ordnung. Sieht fast aus wie neu. Mhm. Nö, soweit alles in Ordnung. Okay. Zurück. Also T-Rex ist einigermaßen geheilt. Myrum hat fast keine Astralenergie mehr. Wie viel ist fast gar nicht mehr? 4 Astralenergie. Ah, Acceleratus. Wie teuer bist du? Das können wir jetzt so, glaube ich, nicht nachgucken. Aber können wir im Kampf dann ja probieren. Wir wollten hier dem Weg folgen nach Osten. Okay. Also eigentlich wollen wir nach Nordwesten, in diesem Bereich, den wir von da hinten aus gesehen haben. Komposthaufen. Stimmt, die hatten wir auch gesehen. Als ihr zwischen den seltsam aussehenden Bauten tretet... Oh, es sind keine Komposthaufen. Stehen euch etwa 2 Dutzend seltsamer Wesen gegenüber. Aufrecht auf den Hinterbeinen stehen, sehen sie Anstoß ansonsten wie Salamander aus. Nur, dass Salamander keine dreizackigen Speere in den Händen zu halten pflegen. Mit vorsichtigen Schritten kommt das vorderste der Echsenwesen auf euch zu und beginnt mit zischelnder und kaum verständlicher Stimme zu reden. Wir heißen euch nicht in Answell willkommen, Fremde. Zu viele meines Volkes haben schon gelitten. Wenn ihr hier doch rasten wollt, sucht euch einen Platz östlich von hier bei den Ruinen. Da sollte es sicher sein. Seid gefälligst ein wenig höflicher, du kleiner Molch. Nein, bestimmt nicht. Habt Dank für euer Angebot, wir werden euren Wunsch respektieren. Oder wir brauchen eure Hilfe. Ja, wir brauchen eigentlich deren Hilfe. Sonst finden die niemals. Wir helfen niemanden, da uns niemand hilft. Ich sehe, wohin das führt. Und wenn wir euch helfen würden? Der Ex betrachtet euch lange. Dran dreht er sich zu seinen Leuten um und sie beginnen ein kurzes Gespräch, das mehr nach dem Zischen einer Schlange und dem Gurgeln des Sumpfwassers klingt als nach Worten. Als er sich wieder zu euch umdreht, ist seine Miene nicht zu entnehmen, aber das Grün seines Rückenkamms ist etwas dunkler geworden. Okay. Mitten im Sumpf, östlich von hier, lebt ein großes Untier, das viele unserer Eier gefressen hat. Tötet es und wir werden euch helfen. Nach diesen Worten dreht er sich um und die Echsen zerstreuen sich, sichtlich bemüht ihr euch aus dem Weg zu gehen. Ein großes Untier. Das kann nicht gut enden. Aber er meinte, wir könnten... Hat er nicht vorhin gerade gesagt, dass wir östlich von hier rasten können und es da sicher wäre? War das eine Falle? Weil er hat ja gesagt, wir können östlich rasten. Und östlich von hier ist das große Untier, das wir jetzt umbringen sollen. Das ist irgendwas da komisch. Kann man in die Hütten reingehen? Nee. Okay, ich suche mir jetzt einfach hier eine ruhige Ecke. Wir werden hier erstmal recht lange rasten müssen, um uns auf den Kampf vorzubereiten. Und wir können hier gar nicht rasten, wir können nur hier rasten. Okay, Wachen sollten wir trotzdem aufstellen. Gerugon, Terek, Gerugon, damit die beiden schön regenerieren können. Und Talana sollte meditieren. Für, sagen wir mal, 15. Wird zwar wehtun, aber das regeneriert sie hoffentlich über Nacht. Schlafen. Jo. Keiner ist eingeschlafen, alle regenerieren, keiner kriegt Schaden. Sehr gut. Gleich nochmal. Gerugon, Terek, Gerugon. Talana meditiert diesmal nicht. Und einen ganzen Tag schlafen. Ich bin jetzt versucht, das noch ein-, zweimal zu machen. Es ist zwar nicht sehr konform, aber ich denke mal, es ist besser, als wenn wir jetzt gleich sterben würden oder neu laden müssten. So, Talana ist voll generiert, also kann sie auch wieder meditieren. Für 10. Schlafen, jo. Es ist komisch, dass wir so gut im Sumpf schlafen können. Aber vielleicht wurden wir auch in eine Hütte reingebeten, nachdem wir jetzt hier fast eine Woche kampiert haben. Und die gesehen haben, dass wir nichts Böses wollen. Das könnte erklären, warum wir so gut schlafen. So. Und das müsste jetzt eigentlich langsam reichen. Also Gerugon ist noch ein wenig angeschlagen. Aber das können wir ja vielleicht ändern.
Wunden heilen. Gerogon. Sehr schön. Also, überprüfen wir kurz das Inventar. Sie hat keine Rüstung, das ist aber normal. Inzwischen, sie hat noch 37 Pfeile. Das müsste für einen längeren Kampf reichen. Ein Gulmon-Blatt. Sollte eigentlich Tirik bekommen. Denn Tirik ist immer noch der stärkste Kämpfer von uns. Primär während der Axt. Kräuter haben wir sonst keine. Wir haben einen Heiltrank. Den bekommt auch mal Tirik. Oh, Tirik hat kein Schild. Gerogon auch nicht. Okay, doch ein Zweihänder. Das heißt, du kannst den Trank schon mal in die andere Hand nehmen. Wir sollten unbedingt so schnell wie möglich ein Schild kaufen. Das macht ja doch schon ziemlich was aus. Aber gut. Jetzt gehen wir mal östlich von diesem Dorf hin, wo wir ja eigentlich rasten sollten. Der wird uns bestimmt nur loswerden. Ja, also da gehen wir jetzt hin. Und sobald wir in den Bereich kommen, der gemeint sein könnte. Es geht gar nicht nach Osten. Oh. Weh, das ist jetzt das größte Wesen. Nee. Also ja, sobald wir in den Bereich kommen, der gemeint sein könnte, wird das Gulmon-Blatt geschluckt. Oder eingerieben oder wie auch immer es konsumiert wird. So, du da drauf. Und bitte bringt die mal schön schnell um. Denn das sieht so aus, als wenn wir hier in einem Hinterhalt wären und gleich noch mehr davon kommen. Also. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir werden trotzdem keine Astralenergie verbrauchen. Das heißt, es kommt jetzt eigentlich nur aus Würfelglück drauf an. Sichern. Alte Option. Komm schon, Derek. Ja, also wenn es ein Hinterhalt gewesen wäre, wäre jetzt schon längst Verstärkung da. So, der eine haut ab. Du haust damit drauf. Und du kannst von hier aus schießen. Ja. So, der ist weg. Du bist da sicher und du machst ihn jetzt tot. Gute Sache. Also da geht es jetzt wohl doch nach Osten weiter. Ist hier noch irgendwas? Nein. Gucken wir mal kurz auf der Karte, damit wir uns so später orientieren können. Also hier ist das Dorf. Das könnte auch der rote Punkt auf der Karte sein. Also östlich von dem Dorf. Ah. Das muss dann doch irgendwo hier sein. Also irgendwo, wo wir schon waren. Wir waren noch nicht da lang. Und das wäre auch ziemlich mittig. Ja, sollten wir mal gucken. Wie kommen wir denn da hin? Einfach links. Immer links gehen, dann kommen wir irgendwann da raus. Hinspringen können wir nicht, richtig? Nein. Wahrscheinlich, weil unterwegs irgendwelche Gegner am Weg sind. Aber gut. Wir sind weiter vorne, das ist gut so. Und diesen modrigen Pfad hier. Warum auch immer der so zickzackmäßig angelegt ist. Einfach weiter folgen. Bei Sackgasse einfach zurück und weiter links rum. Wie sich das für jedes Labyrinth gehört. Einfach links oder rechts an der Wand lang zu laufen. So, der Baum, der sieht auch komisch aus. Hier rum, da rum. Und das müsste es schon sein. Vor allem sieht das auch so bedrohlich schon aus. Was sagt die Karte? Ja, das könnte ich mir 1A als Nest vorstellen. Deswegen kriegt jetzt Tirik sein Kraut. So, fühlt sich unglaublich stark. 21 Körperkraft. Höhere Attacke Parade, sehr gut. Essen und Trinken wird nichts mehr bringen. Wir könnten mit Talano noch irgendwas zaubern. Ich guck mal ganz kurz auf die Zauberwerte. Ob mich da irgendwas inspiriert. Also ich glaube, wenn wir jetzt einen Accelerator sprechen würden, würde er nicht bis zum Kampf halten. Nächste Seite. Verwandlung. Armatrutz, das war nur für sich selbst. Feuerbann ist minus 10. Und ich... Ein großes Untier. Könnte das ein Drache sein? Ich will nicht gegen einen Drachen kämpfen. Nicht mit 4 Mann, keine Ausrüstung.
See und Fluss könnte Myrrhem sprechen. Aber da scheint kein Wasser zu sein. Ein scharfes Auge könnte Myrrhem sprechen. Das teste ich doch einfach mal. Zauber sprechen. Nee, Veränderung. Zählt als Kampfzauber, kann sie also doch nicht sprechen. Nee, das können wir jetzt knicken. Also speichern wir jetzt mal ab. Neu. Ja. LP 046. Und gucken dann gleich mal, was da so drin ist.